Und willkommen zurück bei Kingdoms of Amalur. Wir sind hier immer noch in Weißfels, wo ich dem Bürgermeister immer noch nicht über den Weg trauen würde. Sportlich, sportlich, Jungs. Bettrollen. Ich habe da gerade Betttrollen gelesen. Wer kennt das nicht? Die Betttrollen. Oh, oh. Ja, die mannhaften Beinpanzer sind besser als die robusten. Da gehen wir nochmal gleich ins Inventar. Ach, nicht Waffen. Rüstung. Und sie sind noch nicht mal gestohlen. Das ist ja fast schon ein Skandal. Ja, dann gucken wir doch mal, was wir hier noch haben. Einen Waffenständer. Gut, den lassen wir lieber. So, und eine Kiste. Aha, Waffenständer wäre stehlen. Kiste ist in Ordnung. Naja. Warum auch immer. Hier ist Beorn. Vielleicht reden wir doch erstmal mit Beorn. Ihr kommt mir lieber nicht in die Quere. Ihr kommt mir lieber nicht in die Quere. Ich hätte gerne den Käfigschlüssel. Moment, wiederholt das noch einmal, damit ich angemessen lachen kann. Ihr wollt den Käfigschlüssel? Das ist wirklich lustig. Ja, finde ich auch. Steck, Dagwari ist unschuldig. Stell dir so eine komische Hand vor. Wir alle in Weißfels. Also schuldiger, als ihr es wissen wollt. Spart euch eure Worte für seine Verteidigung. Er wird sie brauchen. Los, gib mir den Schlüssel. Wie wär's mit Gold? Es widerspricht allem, was ich meinen Männern gesagt habe. Aber ich brauche das Gold. Ich schweige, wenn ihr schweigt. Jojo. Was haltet ihr eigentlich vom Bürgermeister? Er kommt nicht aus der Gegend. Ist in Myria geboren und aufgewachsen. Er wollte hier reich werden. Aber als er nach Apotyre kam, hat Motus gerade die Zelte abgebrochen. Alle dachten, er würde in dieser Wüste verkümmern. Aber es war seine Idee, die Söldner zu rufen. Mit Bürgermeister Eswin kann Weißfels vielleicht überleben. Mhm. Ja, spannend. Der eine sagt, der Bürgermeister kommt von hier. Der nächste sagt, der Bürgermeister kommt aus einer ganz anderen Gegend. Ja, also ganz koscher ist er, glaube ich, nicht. Ihr habt mir diesen einen Gefallen getan. Nun lasst uns abschließen, was wir begonnen haben. Och. Bevor ich diese verfluchte Wüste verlassen kann, brauche ich noch einige Dinge. Oh, hätte ich doch gewusst. Zunächst brauche ich den Gegenstand, mit dem ich unser neues Leben in Adessa finanziere. Unser Nestei. Es ist ein Erbstück, das seit Generationen im Besitz der Familie Dagwari ist. Dann müsst ihr Rindi finden und sie zu mir an unseren alten Treffpunkt in der Schlangenschlucht bringen. Bitte, ihr müsst das für mich tun. Für uns. Danke. Ja, das Nestei beschaffen, das dürfte uns wahrscheinlich dann auch hier in die Dagwari-Höhle bringen. Ich bin gerade überlegen, was ist denn das da? Und der Zungerschacht ist da. Da ist nach Wirki reisen. Was haben wir da ganz oben? Die Zungas auslöschen. Okay. Ich denke, zuerst geht's mal nach oben und wir grabbeln den Apotyre-Stein an. Ist ja quasi um die Ecke. Genau, hier vorne ist die Zungerschucht. Genau, da kommt man natürlich nur andersrum raus. So, purpurne Sinterdecke. Und ein Apotyre-Stein. Ein drittes Mal wollte der Vogel gehen. Wegekuckuck, du hast mir so sehr geholfen und ich danke dir. Doch ich möchte dich um noch etwas bitten. Du bist ein fähiger Jäger und ich bin immer so hungrig. Du verwendest deine Flügel nie zum Fliegen. Lass mich sie haben, damit ich jagen kann wie du. Der Wegekuckuck sagte, ich habe dir meine Stimme gegeben und dich mit meiner Arbeit geschmückt. Nun willst du mir noch meine Flügel und meine Freiheit nehmen? Du verlangst zu viel, Klapperschlange. Ich werde dir nicht mehr helfen. Genau, während das gerade eben lief, habe ich mal eben nachgeguckt, es fehlt uns in der Apotheke noch ein Stein, dann kriegen wir 4% mehr Leben. Genau, und hier kann man dann halt auch jedes Mal sich die Sachen sonst noch anhören, wenn man das möchte, finde ich eigentlich ganz schick.
Ja, und wie ich hier sehe, hier oben, da gibt es auch noch so viele da. Hier 4% Schaden, Nahkampf gegen Menschen. Das ist ja auch eigentlich super. Feuerschaden. Also ich vermute, irgendwann muss ich mal wirklich, muss ich gucken, ob ich das vielleicht außerhalb einer Episode mache, diese ganzen, die ganzen Steine nachholen. So, jetzt bin ich am Gucken zu den Eritalebenen. Eritalebenen? Hä, muss man kurz. Ist das hier oben? Nee. Wo sind denn die Eratel-Ebenen? Ist das echt da oben? Das wird mich jetzt halt tierisch wundern. Oh, Dagbari. Oh, tote Dagbari. Ach, Mist. Und schon wieder falsch eingepackt den Kram. So. Was haben wir denn? Eratel-Ebenen. Das war doch hier oben, oder? Die Feinlande. Eratel-Ebenen. Doch. Aha. Das ist ja spannend. Kann man hier wahrscheinlich schnell nach links reisen. Okay. Ist zumindest gut zu wissen. Muss man nicht den Riesenumweg gehen, den ich damals gemacht habe. Das Gewebekutte, ja. Hatten wir uns eigentlich denken können. Da vorne, nee, da müssen wir jetzt nicht unbedingt hin. Ich guck gerade mal einmal ganz kurz. Da hinten Hauptquartier Motus Bergbaugesellschaft, das verschwundene Handbuch bergen. Dann haben wir hier unten den Zinnriksteinbruch, wo wir jetzt rein müssen und die Dagwari auslöschen. Und hier ganz oben wäre dann die Zunga auslöschen. Und vermutlich sind entweder hier oder hier dürfte dieser letzte Stein sein, den wir noch anpätscheln müssen. 4% mehr Leben ist natürlich gar nicht mal so schlecht. Aber dann kümmern wir uns doch erst um das verschwundene Handbuch. Ja, ich lasse jetzt hier auch mal ein paar Leute mal eben kurz ein bisschen seitlich liegen. Wir müssen ja auch nicht zwangsläufig immer alles umbringen, was uns über den Weg läuft. Das Hauptquartier der Motus Bergbaugesellschaft. In Apotüre, genau. Und den letzten Apotüre-Stein, den holen wir uns auf jeden Fall. Und wie ich schon gesagt habe, vermutlich bei ein paar anderen Steinen werde ich es in Zukunft so machen, dass ich die vielleicht einfach mal zwischen den Episoden hole. Einfach, ja, das dauert sonst einfach zu lange, glaube ich. Was haben wir hier? Ein Händler. Guyan Stebik. Oder so. Ein Fremder und kein Arbeiter, eurem Gesichtsausdruck nach zu urteilen. Vielleicht ein Abenteurer oder ein Deserteur? Euer Blick deutet nicht darauf hin, dass ihr den Krieg gesehen habt. Also, was benötigt ihr? Ich will eigentlich nur mal kurz gucken, was er hier so. Oh, Tränkkarte, einige. Ich will aber eigentlich nur gucken. Ja. Was hat denn der einfache Phasengang? Was macht der einfache Phasengang? Achso. Ja, große Erfrierung, Magieprozession. Ja. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Eigentlich so wirklich wichtig finde ich das ja nicht, was er mir hier zeigen wollte. Ach, da unten gibt es dann ja auch noch eine Aufgabe. Schwer, aufschließen. Stäbiges Labor. Wie man gesehen hat, ganz schwer. Ja, diese Prismär-Dietriche. Die sind schon nicht schlecht. Muss ich hier überhaupt rein, frage ich mich gerade. Es sah gerade auch so aus, als hätte man auch wahrscheinlich sonst doch oben lang gehen können. Na, jetzt sind wir hier unten schon mal. Jetzt sind wir auch neugierig, was wir hier haben. Ah. Vergauter. Wieso wundert mich das eigentlich nicht? Viele Vergorter. So, da lohnt es sich auf jeden Fall, glaube ich, mal eben Abrechnung zu aktivieren. Ich habe, glaube ich, noch nicht alle erwischt, aber
Ich denke, die meisten dürften schon dabei gewesen sein. Ah. Spannend. Okay. Dann bin ich ja mal gespannt, was wir hier so finden. Ah, da habe ich wieder nicht aufgepasst. Aber ich habe ja momentan ein paar mehr Dietriche. Bin natürlich gespannt, ob der nette kleine Gnom sozusagen mitkriegt, dass wir hier unten waren. Manchmal ist es ja wirklich der Fall gewesen, dass sie halt sowas dann auch mitbekommen haben. Na. Ja, mein Reaktionsvermögen ist irgendwie scheinbar gerade nicht das Beste. Ja, die Schattenprisma benutze ich ja zum Beispiel auch eigentlich nie. Das sind ja so tolle Sachen, um... wie heißt das? Die sind ja super, um... Gegner, glaube ich, kurzzeitig zu blenden. Ich frage mich, was hat der hier unten mit den Vergorter zu schaffen? Ja, dann haben wir hier sein kleines Privatgemach auch schon untersucht. Dann geht es natürlich wieder nach oben, weil wir sollen ja hier eigentlich nur ein Buch besorgen. Und nicht hier alles auseinandernehmen und kaputt machen. Ich dachte, mich würde wirklich interessieren, ob er davon weiß. Vielleicht reden wir nochmal mit ihm. Vielleicht redet er auch von selbst mit uns. Ja. Dann laufen wir doch ein bisschen. Hatten wir uns wirklich nicht geirrt. Hier oben gab es noch einen zweiten Weg. Was zeigt uns denn hier noch an? Verschwundene Handbuchbergen. Stiel, Grundstücke, können wir brauchen, Mine. Aha. Dann reden wir doch mal einmal kurz mit Ruin Imas. Was ist los? Seht ihr nicht, dass ich beschäftigt bin? Falls ihr aus dem Dorf kommt, könnt ihr Bürgermeister Eswin ausrichten, dass ich an keinen weiteren Abmachungen interessiert bin, die er mir eventuell vorschlagen möchte. Diese Entdeckung gehört allen und sie wird nicht dazu dienen, den Absichten eines Einzelnen zu helfen. Und wovon redet ihr? Gehört nicht zu diesem Narren Ealfelm? Wenn das wahr ist, könnte dieses Treffen für uns beide eine Gelegenheit sein. Sagt mir, habt ihr jemals von Kulminit gehört? Klingt nach dem Erz. Selbstverständlich nicht. Und zwar, weil ich es entdeckt habe. Es ist ein neues Erz, das das Potenzial besitzt, der kostbarste Rohstoff zu sein, der in dieser Region je entdeckt wurde. Stellt euch nur mal vor, was geschehen würde, wenn ich ein reichhaltiges Vorkommen nachweisen könnte. Motus würde die Minen wieder eröffnen. Es gäbe wieder Arbeit in Weizfels. Apotüre würde wieder leben. Okay, wie kann ich euch dabei helfen? Ich bin ein Mann der Wissenschaft. Die wenigen Fortschritte, die ich mache, kommen hier am Arbeitstisch zustande. Ich brauche jemanden, der schnell und findig genug ist, um für mich in die Welt hinauszugehen. Durchkämmt Apotüre, durchsucht die tiefsten Minen und jede aufgegebene Grabungsstätte. Ich bin davon überzeugt, dass sich dort Kulminitvorkommen finden lassen. Ich glaube an euch, mein Freund. Okay. Ja, gut. Auch wenn ich ja nicht ein wirklicher Fan der Motus-Bergbaugesellschaft bin, muss ich ja einfach mal wieder sagen. So, hier vorne müsste dann noch eine Truhe sein. Und hier ist das Motus-Handbuch, was wir brauchen. Ja, dann verlassen wir doch hier das Gebäude. Begeben uns nach Apotüre. Ja, gut. Wie machen wir das denn jetzt? Also, wir sind ja nicht ein wirklicher Freund des Bürgermeisters, würde ich mal so sagen. Auch warten hier vielleicht auch noch die Leute, die mit uns kämpfen wollen. Jo. Da haben sie auf uns gewartet, die lieben Zunga. Gut, sie haben wohl nicht mehr mit uns gerechnet, weil der war ja nicht wirklich vorbereitet.
Die hat es zwar kommen sehen, konnte sich allerdings auch nicht mehr wehren. Genau, hier könnten wir zu den Eratel-Ebenen reisen. Das wollen wir gerade nicht. Ich denke, wir machen uns vielleicht sonst als erstes mal auf nach da oben zu den Zungas wirklich und räumen deren Mine aus. Allein schon, weil mich interessiert, was da oben links auf uns wartet. Das machen wir alles natürlich. Allerdings erst, ihr könnt es euch denken, in der nächsten Episode von Kingdoms of Amalur. Genau, in Weißfels reden wir jetzt ganz bewusst noch nicht mit dem Bürgermeister, weil irgendwie traue ich dem kein Stück, was glaube ich, mir mein gesunder Menschenverstand versucht zu sagen. Und ja, oh, hier ist noch ein Kistchen. Versteckt. Felshaufen, meine ich. Zwei einfache Heiltränke. Genau, und hier geht es dann beim nächsten Mal weiter bei Let's Play Kingdoms of Amalur. Bis dann!